involved in SmackDown. Welcome, folks. We're ready to kick things off. As you can tell by the sound of the crowd around me, I've been doing this a while, so trust me when I say this has got instant classic written all over it. Stay tuned. And what a great way to start us off. Singles match coming up. Now don't go anywhere. We have a classic coming up. I'm not going anywhere. We have one of our breakout talents against two of WWE's toughest competitors. Buckle your seatbelt. Ich habe keine Ahnung, wer für diese Matchersetzung verantwortlich ist. Aber das ist Katastrophe. Ich drück die drei Entrances einfach mal weg. Weil die kennen wir ja nun schon. Auch Brock Lesnar kennen wir ja schon. Sieht bei SmackDown genauso aus wie bei Raw. Ach du Scheiße. Weißt du, was ich jetzt gleich erstmal machen werde? Oh, guck mal, Brock Lesnar, Alter. Als wäre er stark. Ich geh raus. Ja, mach hier mal. Go, looking in the ring, only one word comes to mind to describe what we can expect from this triple threat match. You said it. And if you can't have fun at a triple threat match, you can't have fun anywhere. And so here we are with a triple threat match. Warte mal. Triple threat match? Heißt das nicht? Nein, scheiße. Brock, ich hab nichts gemacht. Lass mich bitte in Ruhe. Batz. Wo ist denn der Stuhl hin? Hä? Let's touch on Brock Lesnar a bit. What's he going to have to do to dominate this triple threat match? Ist der Stuhl hin? He wants to. Gotta have that head on swivel. Da ist keiner mehr. You never know where the attack is coming from in a triple threat match. I don't want Brock Lesnar mit dem Stuhl gemacht. That extra competitor in the ring makes all the difference in a triple threat match. Ja, er macht schon das Dingens da ab. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, warte mal. Kommen wir denn da drunter noch? Kann man nochmal Gegenstände hier reinwerfen? Nein! He came straight off an incredible college career where he won the national heavyweight title. And just 2 years after that, he was lifting the WWE championship. Alter, nice reversal. Wasted no time making the leap from amateur freak to professional beast. Oh, wo will er denn hin? Okay. Good lord, he's just hell bent on naming his opponent. He's not looking like himself. Nein, ich hab nichts gemacht, Brock. Things can change in an instant. Brock! Triple threat match. And at this point, it looks to me like this match is as even as it could get. And on top of that, John, these two guys couldn't be any more evenly matched at this point. Ey, Brock, pass mal auf, ey. Ich mag dich voll, ne? Oh, check that out. We were first here this evening. And that was awesome. Ja, danke dir, Jomann. Du bist echt so wie schon ein Bruder für mich. Oh, der Arschgeige. Komm, wir machen ihn fertig jetzt. Auf, was. By the time he heads home to Minnesota for good. Geil. Warte mal. Alberto, komm mal her. Ich helfe dir. Oh. Ups. Was? Still being used to tenderize their opponent. Oh, schade, geht nicht nochmal. Okay. Warte mal. Können wir vielleicht... Here we go. Back inside the ring. Erstmal in der Rio, oder? Von der Eis oder, Alter. Komm her, Brock. Kriegst gleich noch rein. Oh, schön. Schön auf die Treppe. In the WWE, you do what you have to do to get ahead. Like in any business, only the strong survive. Second time we're seeing this here. Outside of the ring here, there are so many different tools at your disposal. Yeah, they're literally everywhere. Ich gehe einfach mal in den Ring, ganz unauffällig. Brock, mach mal gerade der Rio hier fertig. Yeah, ich mach halt really showboating now. Warte mal. Nein! Hey Brock, was geht ab? Geht um und... Kinshasa! Komm schon! When this guy shines, look out. Wow, oh fuck. Der hat einen Signature, ne? Vielleicht sollten wir aufpassen.
If he keeps up this pace, this could turn real ugly, real fast. Man, these are powerful shots to Brock Lesnar. Seriously impaired. You're heftig. Right. What an attack. I think any other superstar would have been right out of the ring by now. Oh. Few moves are as effective as a well-executed DDT. Was macht er denn jetzt? Dann der Ring. Oh nein, 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 oh nein. Ey, Brock, komm rein da. Kinshasa! Fuck, er kontert. Er hat gekontert. Brock hat einen Hammer. Nein! Was macht er denn jetzt? Kann doch nicht wahr sein. Wow, he was quick as a corpse on that one. Okay, wir müssen gerade erstmal wieder reinkommen. Auf den Hammer. Das ist aber noch nicht vorbei jetzt, oder? Nee, nicht schneller erholen, oder? Ja, doch, komm. Sehr gut. Wir sind wieder drin, Alter. Just look at what's going on here. It is human destruction. He's in full-on attack mode now. Really pushing his opponent to the limit here. Nick Suplexity, die Mann. Brock Lesnar going in. Nein. Oh, Warbreak. Oh, das gibt's hier. Okay. Muss ich auch nicht. Mach das mal. Komm, mach mal ihn fertig da. Hä? Der ist jetzt auch mit seinem Scheiß. Ja, hey, Brock. Was geht ab, Mann? Hol ihn dir. Nicht mich. Warum auf mich? Hau doch mal ab. Ey, Brock, ich hab dir nichts getan. Ich war echt immer ein großer Fan von dir. Hey, Brock. Ja, jetzt sich mal besser nicht auf mich konzentriert. Das war ein Fehler, Bro. Oh, Suplex City. Jetzt ist es unsere Zeit. Okay. Den haben wir gerade fokussiert. Brock Lesnar, alles klar. Ja. Theoretisch, dann müsst ihr jetzt. Ja, was ist das denn? Das ist nicht unser Finisher. Oh mein Gott! Was zur Hölle? Alter, wir haben den Champion gepinnt! Heftig! Oh ja! Bam! Kopf auf Mama! Das war wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich. Here's your winner, the Urban Gladiator! Der Schiri ist jetzt ganz verwirrt. Thrilling fashion to get the pinfall victory over such a high quality opponent is incredibly impressive. Oh, ich bin ganz so after that, dass I can't wait haben. For the next time we have an opportunity to call a triple threat match. Sehr nice. Enough of the prelims. Hätte ich ja jetzt irgendwie nicht so mit gerechnet. Sit tight for singles action coming up next. We have one of the best talents on the. Okay, ich pass auf. Wir haben jetzt 50.000 VC-Punkte. Jetzt ist Hell in a Cell. Gegen wen kämpfen wir denn? Sag mal Ander. Kämpfen gegen? Was? Bist du verrückt? Ne. Alter, das können die doch nicht bringen. Wollen die, dass wir unseren Titel verlieren? Vor allem, was heißt Six-Man-Titelkampf? Ist das ein Hell in a Cell-Match? Ach du Scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh. Na ganz toll, Alter. Na, mal gucken, was das für ein Match ist. Ich weiß es noch nicht. Wir holen uns jetzt erstmal hier das Special Moveset C noch dazu. So. Pass auf, jetzt gehen wir mal gucken. Special Moves, Finisher. GTS, ja, müssen wir eh auswählen. Jetzt bei E. Elbow. Ah, da ist er! Yo! Geil, sogar mit Pin-Combo. Geil. Also danke an dieser Stelle an den User, der mir das noch gesagt hatte. Boah, der ist so geil, der Move, ne? Guck mal hier, das ist ein Finisher mit Impact.
Tatsächlich, wir nehmen den jetzt einfach mal. Den GTS machen wir wieder rein, wenn wir, wenn wir den zweiten Finisher haben. Ne, die zweite Finisher-Möglichkeit. Dann machen wir das. Boah, krass. Der Ding am Splattern ist, ne? Wieder den rein wegzwiebeln, so. Bam! Oh, geil. Freu mich schon, wenn wir den gleich Sin Cara verpassen. Oder wer das da ist. Nicht Sin Cara, sondern der andere. Er ist eine andere nochmal. Harry Hirsch. Ne, keine Ahnung. Heißt er denn nochmal? Sin Cara und? Lucha, wie heißt der andere? Kalisto. Genau. Auf jeden. Am besten noch durch einen brennenden Tisch oder so. Was? Okay, pass auf. Einige haben sich gewünscht, dass wir das Aussehen vielleicht nochmal ein bisschen verändern. Und dem möchte ich natürlich gerne nachkommen. Jetzt, wo wir den Conqueror geconquert haben, sozusagen, ist, glaube ich, die beste Zeit dafür. Okay, pass auf, Kleidung. Kleidung 1 hier. Verändern wir mal ein bisschen. Kleidung bearbeiten. Weil ich glaube, es ist gescheiter, wenn wir, glaube ich, erst die andere, oder? Ach ne, scheiße. Kleidung ist Superstar. Aussehen. Haar- und Gesichtspartie. Nee, das passt schon alles, wie es ist. Kleidung. Ja. Jo. Kopf. Ja, auf dem Köppes will ich eigentlich nichts haben. Wobei das jetzt Entrance hier, ne, was wir jetzt gerade machen. Stehkragenkleidung. Ach, das ist die Geschichte. Ja, nee. Kopf ist so süß. Nee, das ist doch alles Schwachsinn. Kopfschmuck. Ja, und der Cap sieht scheiße aus, ne? Bei ihm. Aber bei so einem Bray Wyatt, ja, das ist schon geil. Ja. Hier so ein Undertaker-Hut. Ja, das. Hier so ein JBL-Hut, Alter. Boah, sieht das bescheuert aus, ey. Das, wobei das hier geht schon wieder. Haben wir noch eine Christmas-Mütze? Ja, bis zu spät, ne? Ein Hexenhütchen. Hübsch. Wobei, so Cowboy-mäßig? Und natürlich so ein Bandana. Wäre natürlich auch lustig irgendwie. Wobei, das ist gar kein Bandana. Das ist eins, oder? Ja. Oder? Nee, der braucht keine Kopfbedeckung. Das sieht schwachsinnig aus. Masken. Geil. Nee, mach auch nicht Brille. Hier so eine Cesaro-Sonnenbrille. Oh yeah. Nee. Mundschutz, für was gibt's denn hier Mundschutz? Können wir eher alles nicht nehmen, okay. Piercings, Kopf, nee. Oberkörper. Jacken, vielleicht können wir eine andere Jacke nehmen. Vielleicht mal so ein bisschen längere Jacke? Wo waren die jetzt gerade? Was ist mit der hier? Das ist halt so ein richtiger Mantel, ne? Das will ich eigentlich auch nicht. War doch halt so eine bisschen längere Jacke. Ja. Hm. Ist natürlich auch nice, ne? So eine Lederjacke. Aber ist halt. Ja, ist halt von Bret Hart, ne? Da sieht ein bisschen doof aus. Hier so ein Mantel einfach. Das sieht irgendwie komisch aus. Hier, die da. Ist so eine halbe Jericho-Jacke oder was? Hä? Was ist denn? Ich glaube, das ist das von Baron Corbin, oder? Ich weiß es nicht. Hm. Das ist auf jeden Fall der Mantel von Edge. Oder? Doch, ich meine schon. So ein Wrestling-Outfit, das ist auch scheiße, oder? Nee. Oberteil, vielleicht haben wir ein ganz normales T-Shirt oder sowas. Wer ist denn damit? Einfach mal ein ganz normales, popliges T-Shirt. Ha? So ähnlich. Jetzt müssen wir da nur noch in der Hose kriegen. Weil ich ja sowas ja auch nice finde, ne? Ich
überlege gerade, wenn wir das hier nehmen. Das ist Material. Boah, Alter. Hier so ein bisschen darf es ruhig glänzen. So. Wenn wir das hier nehmen und machen das einfach. Die Farbe schwarz ist schon mal gut an der Stelle. Zweite Farbe. Das ist halt die zweite Farbe. Okay. Ah, jetzt kommen die Streifen, genau. Nehmen wir da einfach mal dieses... Wir können ja mal eine andere Farbe nehmen, als immer nur rot oder weiß. Vielleicht mal so blau? Komm, lass uns da einfach mal so ein blau hier nehmen. So. Pass auf, dann gehen wir hier okay. Okay. Wir müssen natürlich die Hose noch dementsprechend ändern. Ach ja, und warte mal, wir müssen noch entfernen. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, ich habe die Ellenbogen entfernt. Nein! Die linken, ne? Kann man das kopieren? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Welche sind das? Wie haben wir da? Alles klar, die zweiten gleich. Okay. Na, das ging ja noch. Der schlimmer sein kann. Unterkörper. So, pass auf, jetzt müssen wir die Hose ein bisschen modifizieren. Jetzt ziehen wir mal eine komplett andere an. Können wir natürlich auch mal gucken. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Das ist die Dolph Ziggler Hose. Alter. Das ist die Hose von AJ Styles. Die ist an sich auch nicht schlecht. Das ist die von Seth Rollins, genau. Passt natürlich perfekt, ne? Ja. Oh ne, das machen wir nicht. Ja, wäre ein bisschen billig, oder? Nicht wahr, Freunde? Die würde natürlich gut gehen. Das ist mal ganz kurz gucken, was man da noch verändern kann. Muss natürlich auch matt sein. Farbe, ich weiß nicht, wie das jetzt dann aussieht. Keine Ahnung. Das machen wir schwarz. Das machen wir logischerweise blau. Und die dritte Farbe, keine Ahnung. Am besten auch blau, ne? Oder? Ja, würde ich mal sagen. Huch, oder? So. Sag ich mal, wie sieht das jetzt in Gänze aus? Ich muss die Schuhe, müssen wir gerade noch ändern. Können wir auch mal gucken, ob es da vielleicht andere gibt. Das sind die von The Miz. Hier vielleicht einfach so ganz normale geschnürte Schuhe, aber da gucken jetzt die Dings oben raus, ne? Ist das richtig? Hier, vielleicht brauchen wir solche. Weißt du, aber ein bisschen kürzere. Was haben wir da? Das sind die von Triple H, die sind natürlich auch nice, ne? Wir können ja nicht mit Triple H-Schuhen rumlaufen. Wie wär's denn hiermit? Wie wär's denn damit? Zeig mal, können wir farbenmäßig was ändern? Schwarz natürlich. Und hier müssen wir halt auch wieder auf blau gehen, ne? Die Schnürsenkel. Ja, und unten ist weiß, das ist okay. Aber die sind mir zu... Die haben mir viel zu grelle Farbe gerade, warte mal. Da bleiben wir aber bei normal. So. Huch. Warte, hier, okay. Ein Gürtel, warte mal. Was könnte man da denn noch machen? Das Ding ist, der müsste halt oben drüber sitzen, ne? Ja. Der ist ein bisschen protzig. Das ist bescheuert. Hier sowas einfach, weißt du?
Perfekt wäre natürlich, wenn man den über oben drüber setzen könnte, weißt du? Weiß ist okay. Hä, wo sind da die Knieschoner? Ich wollte es gerade. Ach, die sind oben, okay. Nee. Das passt schon. Warte mal, Teilfarbebene bearbeiten. Kopf, Kleidung. So. Ich glaube, dieses mit dem T-Shirt, da hatten wir schon mal, ne? Kann das sein? Pass auf. Gürtel. Bewegen geht nicht. Hallo. Können wir die Hose? Oder können wir das hier bewegen? Auch nicht. Hier kann man ja gar nichts bewegen. Die Jacke können wir BZW entfernen. Was sind das da jetzt für weiße Elemente? An sich sieht's geil aus, aber das mit den weißen Dingern gefällt mir jetzt da nicht. Was ist das? Mal Kleidung? Ist das so bei dem Oberteil? Farbe? Dritte Farbe. Okay. Ach, scheinbar ist das so, oder was? Dann wird es am besten aussehen, wenn wir es weiß machen. Ist zwar scheiße, oder? Das ist die zweite Farbe gewesen? Nein, zweite Farbe. Ah, okay, warte. Nee, passt, passt. Müssen wir das ja auch einfach blau machen. So, und die dritte Farbe ist auch blau. So. So wird ein Schuh draus. Ist doch ein bisschen schade, dass man den Gürtel nicht drunter machen kann. Also drüber. Das würde natürlich noch besser aussehen, aber egal. Wahrscheinlich kommt der sowieso gleich wieder aus den Kommentaren. Wie sieht der denn aus? So, jetzt müssen wir das hier natürlich nur noch irgendwie da drüben hinkriegen, ne? Ach ja, hier kleine Kopien. Kann man wirklich überschreiben, kann man dann gehen dabei verloren, ja. So. Jetzt sehen wir im Einzug aus, genauso wie das passt aber. Jetzt sehen wir noch mehr aus wie Seth Rollins. Oder können wir vielleicht die Haare noch bearbeiten? Warte mal. Hier, Haare. Haare und Gesichtspartie. Frisur. Wir gucken mal. Vielleicht können wir da ja noch eine Kleinigkeit bearbeiten. Oh Gott. Immer so ein richtig crazy Typ, Alter. Enzo. Oh Gott. Ich überlege gerade, ob man sowas vielleicht mal wieder mit reinnimmt. So, weißt du? Das ist von Kackbraun. Hier, schwarz dann quasi. Okay. Gesichtsbehaarung, Schnurrbart. Ich hätte gerne den Vollbart dann ein bisschen dezenter. Oder noch ein bisschen mehr. Warte mal. Nee. Okay, warte. Warte, hier vielleicht noch? Respect the beard, Alter. Nee, so dann quasi, weißt du? Oder so? Ja, so wäre dann nice, glaube ich. Hier, schwarz, pump. So. Haare färben? Achso. Jetzt haben wir quasi unseren Typen 2.0. Einfach. Ich verstehe nicht, warum die Haare nicht richtig schwarz sind. Ich verstehe das nicht. So, jetzt müssen wir den nochmal rüber kopieren und dann haben wir's. Nice. Beim Endschutz lange Haare und dann im Ring quasi kurze. Nice. So, kleine kopieren. Und dann hier einfügen. So. Okay. So, Endschutz machen wir dann einfach irgendwann. Machen wir nicht jetzt. Weiß auch nicht, ob mir das Blau gefällt. Bin ich noch so ein bisschen hin und her. So, an sich das Ethereum finde ich ganz nice. Aber ob mir
Dieses Blau gefällt, weiß ich noch nicht. Na, mal gucken. Boah, jetzt haben wir erstmal ein fettes Match vor der Nase. Alter Schwede, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das ist ein Festival, wird das. Sorry euch. Nein, sorry euch. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me.